Hallo liebe Trader und willkommen schon zum nächsten AMP Support Video, um euch einen reibungslosen Start in die schöne Welt der Futures zu ermöglichen. Ja, im heutigen Video geht es um das Thema Windows 10 Mail frisst meine PDF Statements von AMP. Ja, ein Thema, was mich mehrere Stunden im Support gekostet hat und die ich euch hiermit ersparen möchte. Ja, worum geht's? Also, wenn man einen Trade absetzt bei AMP Futures, dann bekommt man am nächsten Tag ein PDF-Statement, ein Statement in PDF-Format, und dummerweise kam eben dieses Statement nicht durch mein Windows 10 Mail. Jetzt war es natürlich so, dass man erstmal nicht wusste, warum. Es kam nur die E-Mail an, aber ohne das Attachment. Das heißt, dann geht es erstmal auf Fehlersuche, liegt es am Virenprogramm, liegt es am Router, oder liegt es erstmal daran, dass AMP gar nicht das Statement mit angehangen hat. Dann hing ich also mehrere Stunden im Support und wir haben dann immer wieder versucht, das Statement durchzuschicken. Und der Support-Mitarbeiter hat sich selbst die E-Mail nochmal geschickt und somit war schon mal sichergestellt, dass eben tatsächlich von Seite des Brokers aus das Statement geschickt wurde. Also konnte es nur noch auf meiner Seite liegen, das Problem. Und ich ging dann eben dazu über, mal den Virenscanner abzuschalten, den Virenschutz abzuschalten. Dummerweise kam das Statement immer noch nicht durch und von daher konnten wir langsam das Problem eingrenzen. Ich habe mich dann mal direkt eingeloggt bei meinem Hoster und siehe da, das PDF-Statement war dann da. Und folglich war eben klar, dass Windows 10 Mail hier die PDF-Attachments blockiert. Witzigerweise ist es so, dass andere PDFs problemlos durchkommen. Also habe ich mal probiert, mich hier bei Microsoft einzuloggen in meinem Microsoft-Konto und die Domain von AMP Futures als sicheren Absender einzutragen, sogar mehrere Domains sicher einzutragen, hatte ja auch bereits vorher auf diverse AMP-E-Mails geantwortet. All dies half jedoch nichts. Dann habe ich mich im Internet schlau gemacht, habe natürlich gegoogelt, woher das kommt, dass hier diverse PDF-Anhänge blockiert werden. Habe dann gelesen, dass schon mehrere Nutzer auch eben diese Erfahrung hatten mit Windows 10 Mail und stieß dann letzten Endes auf eine Lösung, wo man ungefähr 10 Tonnen Code eingeben muss in die Registry, um dieses Problem zu lösen. Schließlich entschloss ich mich dann eben dazu, Windows 10 Mail nicht mehr zu nutzen, sondern installierte wieder Thunderbird, mit dem ich schon Jahre zuvor gut gearbeitet habe. Und siehe da, alles klappt problemlos. Die PDF-Attachments von AMP Futures kommen wieder problemlos durch und das Problem ist auf einen Schlag gelöst. Ja, ich hoffe, falls ihr Probleme ebenfalls habt mit Windows 10 Mail, ihr wisst jetzt, woran es liegt und wie ihr das umgehen könnt. Und das nächste Video zum Thema AMP Futures und Connection mit dem MetaTrader 5 kommt an diesem Sonntag. Bis dann, ein schönes Wochenende und ciao, ciao!